Wir haben Sound, wir haben Sound. Genau, mein FKK. Flybe, Keicho und Kabu. Oder Flybe, Kabu, Keicho. Lurk. Dankeschön für den Lurk, Ben. Danke, dass du da bist. Ich weiß, Paper Mario ist nicht spannend für jeden. Aber ich wollte es mal gespielt haben im Leben. Und warum nicht streamen, dachte ich mir. Weil privat zocke ich eher seltener. Da hocke ich lieber im Discord oder sowas rum. So. Goomba-König, hilf uns. Mario hat uns verdroschen. Who has been a good cat? I have been a good cat. Me, hier, hier. Hast du auch mal Mario RPG gespielt? Nein, habe ich noch nicht. Das kannst du gerne in den Spielvorschlägen reinschmeißen. Dann spiele ich das auch mal. Die ganzen Spielvorschläge, jedes Spiel werde ich mal angucken und spielen, wenn es gut ist. Also Moment, danke schön für die Headpads, Wolfie. Momentan noch spiele ich die Spiele, die ich spielen will. N64, GameCube und PS1 und 2. Meine Spiele aus der Kindheit quasi. Und danach geht es zu den Spielevorschlägen. PS1 und 2 sind nicht viele Spiele. Ich bin eher ein Nintendo-Kind. Sowas wie Spyro und sowas. Also und Rayman. Aber sonst nichts. So wirklich. Hey, sieh doch, Mario. Siehst du das Gebäude? Ich bin mir sicher, dass dort eine Brücke auf die andere Seite führte. Ich frage mich, was wohl damit geschehen ist. Skyline Giants. Mario, es ist also wahr, du hast es bisher geschafft. Was ist mit dem Typen los? Der ist ein bisschen betrunken, glaube ich. Dafür verdienst du Respekt. Unglücklicherweise kommst du keinen Schritt weiter, weil ich, der große und mächtige Goomba-König, dafür Sorgen trage, dass dein Abenteuer hier ein jähes Ende findet. Hast du gehört, Mario? Nicht einen Schritt weiter. Hast du Angst, kleiner Mann? Boahaha. Ja, du hast Angst. Willst du dich jetzt vielleicht entschuldigen? Wow, dieser Goomba-König ist wirklich riesig. Oh, ich sehe gerade, du hast Timespinner bei Vorstellung. Wo steht das auf der Liste? Es kann gut sein, dass ich das spielen werde, ja. Kann gut sein. Vielleicht, wenn es ein Koop-Spiel ist, dann im Koop. Kann gut sein, dass ich das spielen, so. Bist du bereit für meinen Zorn? Das solltest du besser. Das solltest du besser. Nicht so schnell, Cage. Nicht so schnell. Ich habe 3 Leben. Ich habe gespeichert, dass ich tot war. Nein. Wir sind bei dir. Überlass ihn mir. Ich bin so roh. Hey Mario, ich dachte, wir sollten uns zuerst um die Kumba-Brüder kümmern. Sie müssten vom letzten Kampf noch ziemlich geschwächt sein. Ein super Spiel. War sehr erfreut, als ich Teil 2 angekündigt haben. Ich spiele ihn auf jeden Fall, wenn du es mir quasi lobst quasi. Aber ich bin irgendwie fast tot. Ich habe, glaube ich, geheilt und ich habe gespeichert und dann mich geheilt, glaube ich, das letzte Mal. Das ist nicht so gut. Ich glaube nicht, dass wir das noch schaffen können, überhaupt. Aber gut, einmal Game Over gehen ist nicht so schlimm. Es ist nicht so schlimm, Game Over zu gehen. Und bam. Oh nein, du hast mich besiegt. Game over. Das war Banjo-Kazooie. Was? Nein, das war Crash Bandicoot. So rum. Alter, bin ich los. Ja. Bam, 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 bam. Okay, wir müssen erstmal Leben suchen. Hier gab es doch irgendwo so ein Lebensding. Bam, 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 bam. Hier, genau. Ich weiß gar nicht, warum ich nicht geheilt war. Egal. Diesmal schaffen wir es.
Diesmal können wir es auch überspringen. So gut es geht halt. Wir müssen das nicht nochmal durchlesen. König, hier, Mario, komm schnell. Hilfe, wir wurden besiegt. Wir sind schwach geworden. Hey Mario, hast du gesehen, die Brücke, die ist da kaputt. Komisch. Was? Die haben euch besiegt, dass es da rausgeht und die fertig machen. Mir ist so schwindelig. Mario, du hast es geschafft, hierher zu kommen. Ich mach dich platt. Du hast keine Chance gegen ihn. Ja, komm runter. Ich mach dich nass. Okay, jetzt schaffen wir sie auch. Mit vollem Leben. Mario, wir machen dich fertig. Überlass ihn mir. Wir sind geschwächt, Bruder. Sprungattacke. Bam. Und Kopfnuss. Bam. Oh nein. Aua. Oh, 2 Damage. Oh krass. Das tut weh. Aua. Ich mache den Powersprung. Mache, glaube ich, 2 Damage. Dann kann ich beim nächsten Mal nämlich nicht über 3, verdammt egal. Nämlich den Scanner einsetzen auf den Boss drauf. Scanner. Das ist der Goomba-König. Er ist wirklich groß. Ich meine, sieh ihn dir doch an. Er sieht eigentlich auch echt stark aus. Max HP 10, Angriff 1. Er ist der Boss des roten und des blauen Goombas. Aber wen kümmert seine Kraft? Du bist viel stärker. Oh Mann, ich frag mich, was man essen muss, um so groß zu werden. Ich wäre auch gerne größer. Ja, da musst du ein bisschen Fruchtzwerge essen, glaube ich. Dann geht das schon. Mit Fruchtzwergis. Powersprung. Bam, 3 Damage. Easy Snack. Wir klatschen den einfach weg hier. Einfach durchspammen. Oh, müde Katze, hoi, hoi, hoi. Also wir machen bis 22 Uhr, dann raid ich. So, irgendwen. Ich glaube, ich habe schon wen. Die nennt sich Feliniara. Und es kann gut sein, dass ich mit ihr auch was machen werde. Ne? Die Süße. Die ist auch pink wie ich. Aber erst, wenn ich mein neues Model habe, beim Debüt quasi. Weil mein Model sieht neben ihr Model scheiße aus. Sie hat einfach so ein schönes Model. Feliniara. Oh. Gut, BP hoch machen wir auch hier. Alles gut. Wie konnte es das passieren? Nein. Ja, ich wusste, wir würden es schaffen. Cool, gewonnen. Cyberpunk 2077. Ah, Cyberpunk streamt sie gerade. Wir gehen da trotzdem rein, weil... Ich habe sie heute gefragt, ob sie beim Videobild quasi mit dabei sein will, mit Postkartenverlosung und alles. Sie hat halt nur einen nickenden Emote gemacht. Also denke ich schon, dass es klappen wird. Da freue ich mich mega drauf. Sie ist halt mega süß. Roter Goomba, du hast den Scheiß noch gut versteckt, oder? Natürlich, Goomba, ich habe ihn vor der Festung im Gras versteckt. Vor der... Du hast ihn nicht drin versteckt. Mario wird ihn ganz sicher finden. Okay, glaubst du, weißt du, könntest recht haben. Goomba König, vielleicht sollten wir versuchen, Mario auszutricksen, bevor er reinkommt. Bam, 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 bam. Ist hier was drin? Nee. Oh Lord, guck mal. Guck mal, im Hintergrund, der Pilz hier. Der ist auf der falschen Ebene. Guck mal. Der verschwindet hinter dem Gras, lol. Einfach Spielfehler. Seht ihr das? Da? Einfach Spielfehler. Falsche Ebene ausgewählt, lol. Als ob. Hier. Ein Schalter. Und hier? Nix. Doch, nix. Und Goomba! Mario, gut gekämpft, aber ich muss dich warnen. Wenn du irgendwo einen Schalter finden solltest, dann nicht betätigen. Er ist gefährlich.
Ah, du hast schon gedrückt. Nein. Oh nein. Die Festung. Der Katzenspielplatz sieht bequem aus. Du meinst mein Discord? Vielen Dank. Ich habe mir echt Mühe gegeben damit. Ein bisschen schön zu machen für euch. Oh nein, die ganze Burg fällt auseinander. Ach, ich muss doch gleich schnell meine Modelmama mal zurückschreiben. Oh nein, nein. Ich muss eben mal gucken, was geschrieben hat. Oh, das sind echt alle sehr nice aus. Okay, 4 Outfits. Eins ist nice, zwei ist nice und drei ist nice. Wer weiß vielleicht. Einfach mal hier, zack, die zieh. Und dann hast du auch schon mein Discord. Ah, oh, meine Modelmama ist so süß. Sie ist allein schlafen gegangen. Ja, Soldati. Was ist denn, Billy? Zieh doch die Brücke, jetzt können wir sie überqueren und unsere Reise fortsetzen. Warum ist Paper Mario so klein eigentlich? Ich kann es eigentlich mal ändern. Upsa. Weil Paper Mario wird ja quasi ein langes Spiel werden. Ist das nicht ganz 4 zu 3? Paper Mario ist nicht ganz 4 zu 3. Ach, verdammt. Aber ich kann es wirklich so groß machen, dass es links und rechts stimmt. So. Dann mache ich, glaube ich, für Zelda Majora's Mask ein eigenes. Weil so ist es ein bisschen besser, glaube ich. Du bist cute. So. Wir gehen über die Brücke rüber. Dann können wir ein bisschen, gucken, was es hier so gibt, ne? Also mein Model, ne? Wenn ich was trinke, dann macht er so komische Sachen. Nee, du. Speichern und weiter. Okay. Wahaha. Sie geht petzen. Und kann anscheinend durch Türen fliegen. Ohne sie aufzumachen. Krass. Oh, jetzt geht's los. Mächtiger König Bowser, ich habe nach euch gesucht, so rum. Lasst mich berichten. Eure Boshaftigkeit. Mario hat den Goomba-König besiegt. Er ist jetzt auf dem Weg nach Tau Town. Ich bin so müde, will aber noch nicht ins Bett. Oh. Eine halbe Stunde schaffst es noch, bis zum Raid. War es unglaublich, was hat sich der Goomba-König dabei gedacht? Ich habe die Macht des Sternstabs benutzt, weil er darum gebettelt hat, ein König zu werden. Und dann lässt er sich von Mario so mühelos schlagen. Was für ein Schwächling, der Goomba-König. Ja, Goomba-Schmönig, er so easy. Kami Cooper, du bist ja dir doch völlig sicher, dass Mario uns niemals besiegen kann, oder? Bitte, bitte eure Finsterkeit, versucht euch zu beruhigen. Der Goomba-König war doch nur ein kleiner Fisch. Ich hab mir schon gedacht, dass er versagen würde. Aber das hat nichts zu sagen. Denn solange ihr den Sternstab in eurem Besitz habt, seid ihr unbesiegbar. Ihr könnt Mario mit verbundenen Augen und einer Klaue auf dem Rücken gefesselt besiegen. Ja, sehr gut.
Übrigens, Kami Cooper, es besteht doch wohl keine Möglichkeit, dass die Sterne, die wir gefangen haben, auf irgendeine Art und Weise Mario Kräfte geben könnten, oder? Bitte sorgt euch nicht. Jeder wird einzeln festgehalten. Und natürlich wird auch jeder von handverlesenen Individuen bewacht. Nicht mal Mario ist in der Lage, alle 7 hohen Sterne zu retten. Welchem Stern ist Mario am nächsten? Ist es der in der Festung der Koopa-Brüder? Sollte Mario irgendwie dahin gelangen können, ihn die Koopa-Brüder besiegen? König Bowser, ihr dürft euch nicht sorgen. Mir geht immer so schnell die Luft weg beim Vorlesen, ne? Ja! Hier kommen die Koopa-Brüder! Haha, oh ja, yeah, wir sind die coolsten der Coolen. Auf der Schule geschlafen. So süß, du bist so süß. Kami Koopa, bist du sicher, dass diese Kerle richtig für den Job sind? Der Koopa-König war riesig und nicht mal er konnte Mario besiegen. Aber König Bowser, wir sind krass, wir sind richtig krasse Dudes. Wir sind keine Schwächlinge, wie er. Denn wir verfügen über einen absolut perfekten Teamwork. Gemeinsam können wir Mario in Sekunden schnell in ein wimmerndes Baby verwandeln. Ich muss das so trinken, warte mal ganz kurz. Genau. Es bleibt mir immer die Luft weg, wenn ich dich sehe. Alter, mein Model macht immer übelst die Zucken, wenn ich weg bin. Das wird mit meinem neuen Model natürlich nicht mehr so sein. Mit meinem neuen Model wird dann quasi es nicht so aussehen, wenn ich weg bin. Warte mal. Dragos! Du hast eine Nachricht hinterlassen, du bist toll, Cabo M. Keicho. Warum wurde das nicht Folge vorgelesen? Warte mal. Warum wird das nicht vorgelesen? Du bist halt atemberaubend. Oh, ich werde so süß, ich werde so süß. Das Ding ist, warum wird mein Alert nicht vorgelesen? Das ist doch eigentlich von Stream Elements im Overlay eingestellt, dass das vorlesen soll. Was sie da schreiben. Oh, nee, ich glaube, ich habe es beim Sub vergessen, beim Donation habe ich es drin, stimmt. Aber beim Sub kann man es ja auch mit reinmachen, warte mal. Mache ich mal schnell. Sonst, ja. Moment. Mache ich on-stream alles, ne? Profi. Overlay, Subs. Sollte hier sein. Ne, das ist der falsche Sub. Das ist nicht der Alert. Ich muss unter Alerts gucken. Oh, wobei, die sind alle dieselben. Wobei, kann ich separieren? Nur bei Sub quasi, dass es passiert. Sub. TTS. Enable. Okay. Und, warte. Dann noch bei Tipp habe ich ja schon quasi. Ist aber schon was her. Cheer. Bei Cheer kann man nichts dazu schreiben, glaube ich. Oder doch, kann man. Kann man doch. Beim Cheer mache ich auch, bei Bits quasi, mache ich es auch an. Zack. Danke für die Decke, Next Summit. Pause bei Wait. Wait auch? Damit es quasi vorliest? Nee, das kann ich auch sagen. Also Sub und Tipps. Und Cheers habe ich drin, so gesehen. Safe.
Jetzt probieren wir es nochmal aus, Leute. Wow. Hat ja super geklappt. Oder vielleicht geht es beim Replay einfach nicht. Es kann sein, dass es beim Replay nicht geht. Na da, okay, dann mal gucken beim nächsten Mal. Das nenne ich Kampfgeist. Los, Koopa Brüder, ihr schafft die. Zeigt unserem König den Spezialangriff, den ihr so gut beherrscht. Jawohl. Seid ihr alle bereit? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Oh, krass. Das ist doch. Oh mein Gott, das ist so krass. Wie gefällt euch das, König Bowser? Wie war das? Oh ja, ausgezeichnet. Ich bin nicht leicht zu beeindrucken. Mario hat keine Chance, wenn ihr ihn mit dieser Technik angreift. Wir besiegen ihn, König Bowser. Ach, übrigens, mein Koopa-Brüder. Bezüglich des Sterns, den ich in eurer Festung eingeschlossen habe. Wer bewacht ihn eigentlich? Niemand, Sir. Ihr wisst, wir sind jetzt hier und deshalb geht da sofort hin! Beschützt den Stern, ihr Loser! Bam, 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 bala, bala, bam, 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 bam. Ui! Ein Schläfchenmacher. Ein Schläfchenmacher. Glaube ich zumindest, zum Einschlafen. Hängt das im Baum? Ich sehe das doch. Oh. 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 Hammerwurfohren. Sehr, sehr, sehr lecker. Ich bin immer verrückter pro Tag, glaube ich. Bam, 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 bam. Tau Town! Mario, ich bin froh, dass du okay bist. Die Stadt ist in Aufruhr, die Prinzessin wurde entführt. Der Palast ist mit ihr. Es herrscht Chaos. Ich habe keine Ahnung, was wir unternehmen sollen. Bitte, Mario, rette Prinzessin Daisy. Was, Daisy? Ich dachte Peach. Bonk, 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 bonk. Oh nein, Verderben, Gefahr, der Pilzpalast ist in dem Himmel erschwebt. Kein Palast mehr, was sollen wir tun? Wer ist mit PS4 zocken? Okay, ich wollte gleich anreden. Wohin geht's hier? Hallöchen. Darf ich bitte reinkommen? Ein Sternsplitter. Hallöchen, Leute. Das Erdbeben, das uns überraschte, als der Palast verschwand, war schrecklich. Hallöchen, Pantinico, du süße Sau. Was, du süße Sau? Wie kam ich jetzt da drauf? Hallöchen. Alles hat gewackelt. Der Boden, die Häuser. Ich bin regelrecht umgekippt. Es war so grauenvoll, dass ich einfach nur vergessen will, dass ich jemals existiert habe. Das Erdbeben, das uns überraschte, als der Palast verschwand, war schrecklich. Alles hat gewackelt. Der Boden, die Häuser, ich bin regelrecht umgekippt. Was? Hat man schon. Ich habe so viel zu tun, wenn mein Schatz zu Hause ist. Aber ich habe keine Zeit zum Aufräumen. Hat nicht viel eine Stimme. Geht noch nicht. Da kommen wir später hin. Da ist eine Röhre. Röhre, Röhre. Wie, wie, wie. Wie, wie, wie. Lol, Mario. Liebe Mario zu Hause. Ich frage mich, was dein Bruder macht. Hä? Oh, mein Bruder. Hallo, Mario. Du bist ja schön, dich zu sehen. Kann nur zuschauen, hab keine Kopfhörer. Als das Erdbeben losging, bin ich nach draußen gerannt, so konnte ich gerade noch entkommen.
Wer ist das denn? Und wer bist du? Ich bin Gumbario. Schön, dich kennenzulernen. Nee. Ah, ich verstehe, na toll. Du bist also mit Mario auf Abenteuersuche. Das ist nämlich unfair. Irgendjemand muss sich ja um das Haus kümmern. Deshalb kann ich hier nicht weggehen. Brief. Nix drin. Hinterm Haus. Röhren, die ins Nix führen. Da ist hier nichts drin. Nicht mal eine Münze ist hier drin, ne? Nicht mal eine Münze. Gönn die. So, lass mal gucken. Hier ist nichts. Aha. Münzenorden. Aha. 160 Sternsplitter. Ach, du Heilige. Mal gucken, wie viele wir finden werden. Im Laufe des Spieles. Laden alle Briefe. In dieser Box laden alle Briefe. Du bist voller Energie. Ja, lass uns schlafen gehen. Oh, lecker. So. Wir gehen weiter. Hier gibt es wahrscheinlich nichts. Ne. Wir gehen zurück. Hier gibt es quasi so einen Zwischenstand. Alter. Nicht mal reden kann ich. Oh, sehr gegrüßt. Du bist doch Mario, oder? Natürlich weiß ich, wer du bist. Ich bin der weiße Rosti. Am Rosten. Ich bin der Weiße. Er freut dich. Ach, der Weise, nicht der Weiße. Lol. Er freut dich kennenzulernen. Wie du sicher siehst, bin ich völlig vernarrt in Bücher. Ich kann lesen, so oft ich nur kann. Eben weil ich so belesen bin, weiß ich über viele interessante Dinge Bescheid. Es würde mich freuen, mein Wissen mit dir teilen zu dürfen. Ja, sehr schön. Ich weiß aber nicht, wo was Wissen ist. Sprichst du zu mir, um nach Wissen zu suchen? Wie wär's damit? Man sagt, dass hoch am Himmel das Sternhafen sein soll, wo alle Sterne zu Hause sind. Ach komm. Nee, wir finden uns alles selber raus. Ciao, Bella. Belli. Lecker. 5 Münzen. Feuerblume. Pauplop. Ja, der ist, glaube ich, sehr stark. Dann nehmen wir ein paar mit. So. Ein Pilz nehmen wir auch nochmal mit für Heilung. Für den Notfall. Und dann gehen wir weiter. Was ist das hier? Der alle Gegner verjagt. Nee, brauchen wir nicht. Gegner wollen wir fighten und nicht verjagen. Ah, okay. Hast du keine? Die Karte, Mario. Die Karte. Map die Karte. Du musst Dora finden. Und beim Dora findest du die Karte. Mario, warst du inzwischen wieder zu Hause? Ja, war ich. Hält schon das Pilze? Was denn für Pilze? Jarisch. Unser Meister zieht durch die Lande, um seinen Geist zu reinigen und seinen Körper zu stehlen. Manchmal bin ich wirklich platt beim Vorlesen, glaube ich. Unser Meister war schon vorher ein starker Mann. Wenn er zurückkommt, wird er noch viel stärker sein. Wir werden genau hier warten, bis unser Meister wieder da ist. Warten ist Teil des Trainings. Ja, aber warten ist so. Keisho, wusstest du, dass Mario viel Leben auf dem Gewissen hat? Habe ich mal was gehört, glaube ich, vorhin. Ich glaube, das glaube ich wieder vergessen. Du kannst es ja nochmal erzählen. Wir reden nicht mit allen Toads, das ist nicht ein bisschen nicht so wichtig. Merlon ist noch hier, nicht hier.
Merlon der Clown, also. Wir gucken uns natürlich um. Hey, sieh da! Schauen wir in den Laden. Hier ist alles sehr günstig. Wir haben noch nicht geöffnet. Tut mir leid. Was gibt's hier? Eine Tür. Was seid ihr für böse Bürchen? Da draußen ist es gefährlich. Ich will nicht hingehen. Ja, du solltest nicht hingehen. Nein, nicht gehen. Nicht gehen. Ach, habe ich einen Orden bekommen? Tu mir nichts, Orden. Hammerwurf. Ein naher Arm. Okay, mit dem Hammerwurf sieht stark aus. Postamt. Guten Tag, ich bin Peccary, der Postbote. Was? Ja, hallo, dies ist das Postamt. Hier kannst du alle Briefe lesen, die für dich oder deine Freunde ankommen. Schau hin und wieder vorbei, um zu sehen, ob du Post bekommen hast. Nun, oh, du hast Post. Welchen Brief möchtest du lesen? Lol, als ob. Hier, bitte. Gumbario. Du bist viel stärker, als du aussiehst. Wir dachten, du wärst nur so eine Fratze, der mit Maria herumhängt. Aber du hast es uns gezeigt und du hast auch bewiesen, dass es zu sein ebenso wichtig, dass du das gut zu sein ebenso wichtig ist wie stark zu sein. Glaubst du, wir können Freunde sein, wenn du wiederkommst? Bitte sag ja. Wir werden erwarten. Rote und blaue Gumba. Junge. Rote und blaue Gumba-Brüder. Was ist daran so schwer? Wir bewahren die Briefe für dich hier auf. Wenn du deinen Post lesen willst, kannst du jederzeit wiederkommen. Machen wir. Bisschen Hunger. Ein bisschen Hunger. Ich glaube, wir machen jetzt schon Schluss. Ich habe Hunger bekommen. Wir reden jetzt schon drüber. Wir speichern. Ich habe Hunger. Jetzt schon Hunger. Wenn er Hunger hat, gibt es kein Zurück mehr. Nochmal. Alles klar. Sollte passen. Ja, willst du zur Diva? Nee, das Problem ist, wenn ich Hunger habe, bekomme ich manchmal schlechten Kreislauf. Deswegen. Alles klar, okay. Dann melden wir zu Feliniara rüber. Die ist bestimmt noch online. Feliniara. Viel Spaß bei ihr. Es ist sehr gut möglich, dass wir bei ihr mal eine Runde mitmachen oder sie hier ist bei uns. Sobald ich mein neues Model habe. Sagt einen schönen Gruß. Vielen Dank, dass ihr da wart. Wir sehen uns auf dem Discord. Und ich muss noch eben Feliniaras